Wir sind hier am Aufentieren. Wir haben fast keine Zeit, um irgendwie etwas zu denken oder zu überlegen. Hier unten ist die Rettung, weil irgendein Stein runter ist. Und ja, wir haben einfach... Wir schauen jetzt, dass wir hier raufkommen. Sommer 2020. Mein Ziel ist das legendäre Matterhorn. Kein Berg auf dieser Welt hat sowohl bei den Kletterern als auch Touristen so eine Magie. Obwohl ich mir der Gefahren von diesem Berg durchaus bewusst bin, wollte ich dort rauf. In der Hörnlihütte auf 3200 Meter über Meer treffe ich den Anjan Truffer, meinen Bergführer. Grüezi, grüezi. Ciao, Matthias. Ciao. Wie geht's? Gut, danke. Der Walliser war schon über 200 Mal ganz oben. Und als Chef der Bergrettung kennt er den Berg so gut wie kaum einen anderen. Was braucht es denn, dass man raufkommt? Ja, sicher einmal eine gute Kondition ist das Wichtigste. Oder? Es ist einfach ein strenger Berg. Es ist technisch ist es nicht so verrückt schwierig. Oder? Klettern, das ist zweimal so ein Vieri kurz, so kann der Bergführer noch ein bisschen helfen. Und der Rest ist eigentlich so Gemsgelände, oder? Wie wir sagen. Und dann muss einfach gut fit sein. Weil es ist immer schwierig, einen guten Rhythmus zu finden. Weißt, weil die Tritten sind immer so unterschiedlich. Und nachher ist es hoch, oder? Du bist auf fast 4,5. Also ein bisschen akklimatisieren ist auch gut. Wie viele Umfänge gibt es? Statistiken so von den letzten 40 Jahren haben wir so 6 Tote pro Sommer. Oder? Das ist viel. Das ist schon viel. Wenn du das international vergleichst oder mit anderen Bergen? Ja, wenn du es international vergleichst, ist das Matterhorn statistisch gesehen eigentlich der tödlichste Berg. Weil wir seit der Erstbesteigung bis jetzt fast 600 Tote. Das ist viel, gell? Der tödlichste Berg. Ein Superlativ, wo in Zermatt jeder gerne darauf verzichten würde. Wärst du dafür, dass wir nur mit Führer rauf dürfen? Ja, wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich das so sagen, ja. Einmal auf der Normalroute sicher. Ja. Aber es ist nicht Bevormundung vom Alpinisten? Ja, nein, klar, es ist eine gewisse Bevormundung. Aber auf der anderen Seite, wenn du siehst, wie es in anderen Ländern zum Teil geschirrt wird, wo du entweder ein Permi brauchst oder eben nur mit den Bergführern gehst, wie in Amerika ein gewisser Nationalpark. Ich meine, sicher nicht schlecht, oder? Von der Sicherheit her auch, oder? Wenn man sieht, wie viele Unfälle das immer passieren und eigentlich Holzalan höchst wenig mit Bergführer. Mhm. Mit was für einem Gefühl gehst du an diesen Berg? Es ist einfach ein super schöner Berg und es ist ein mega cooler Bergtür. Oder? Hat ein bisschen alles drin und schöne Kletterien. Es ist nicht so ein Krimpelhaufen, wie viele das Gefühl haben, oder? Wenn du weißt, wo gehen. Ja, oder? Ja. Siehst du den Morgen, es ist also nicht so schlecht. Also, nein, das ist tipptopp. Gehen wir einfach mal mit dem Material schauen. Ja, machen wir das. So, ja, super, hat er ein tolles Zimmer bekommen. Ja, friedlich. Also, jetzt, was habe ich alles dabei? Ja, mal. Natürlich noch ein bisschen Kamera-Equipment. Jawohl. Dass wir das Ganze noch auf Bild festhalten können. Das ist doch gut. Das interessiert dich nicht so, gell? Also, schau jetzt hier. Steigeisen. Super. Du bist ja mit diesen Schuhen und Steigeisen schon gegangen, ja, oder? Das sind jetzt nicht die besten, aber für den Ofen reicht. Das reicht. Ja. Hat es viel Schnee oben? Also braucht es? Ja, oben braucht es das schon. Von der Schulter weg. Ja. Gehen wir mit der Steigeisen. Aber es hat gute Tritte. Also ist nicht so, dass nein, ich laufe eigentlich noch gerne mit Steigeisen. So. Ich laufe sehr gerne. Der Anjan Truffer weiss, dass ich ein geübter Berggänger bin. Und scheint mit meinem Material soweit zufrieden zu sein. Zu trinken habe ich dabei. Ist gut. Wie viel Trinken brauchst du so in der Regel? Ja, aber es hat schon länger. Ja, ja. Sonst, ich habe da auch noch ein bisschen mit. Kannst du von meinem halben Schluck haben? Ja, nein, das ist gut. Und das Gestellte lege ich gerade an zum Morgen, ja. Am Morgen ist es einfach so, dass du am besten aufstehst, du hast dich anlegen und machst dich fix fertig bereit. Ja.
Alles abnehmen. Wir gehen zum Morgen, dass wir wirklich nach dem Morgen um 20 Uhr mit den anderen zusammen gehen können. Von den Hörnlihütten startet normalerweise bis zu 130 Leute pro Tag Richtung Gipfel. Im Corona-Sommer 2020 ist es gerade mal noch knapp die Hälfte. Am Berg ist es so ruhig wie noch selten. Wo geht es da jetzt eigentlich den Einstieg? Wo geht es auf? Ich habe keine Ahnung. Ich werde einem noch. Ja, können wir einem noch. Nein, Spass beiseite. Aber siehst du über die Madonna, die mit der Gottesstatue, die schwarze Mistik? Ah ja, die grosse, ja, oder? Ja. Nachher siehst du rechts oben ist so ein Band, das zurückkommt. Ja. Wir gehen eigentlich da gehen so zwei, drei Fixeilen los und dann geht es nach links um das Eck. Und dann geht es so durch die Gröllfelder da hinten Richtung erstes Gulwar. Ab der Hörnlihütte verläuft die Normalroute zuerst über die Ostflanke bis zum Nopiwak-Solwei auf 4000 Meter. Dann geht es weiter über den Hörnligrat bis aufs Matterhorn auf 4478 Meter über Meer. Und der Hörnligrat ist schon, kann man sagen, mit Abstand der meistbegangene Grat, ja, oder? Ja, ja. Hörnligrat und nachher hinten an der Liongrat, der Italienergrat, ist ja auch sehr viel begangen. Freust du dich? Ja, ja, gesunde Anspannung. Okay. Ich halt. Jetzt sind wir das Zweite. Gut, gut. Also, Ivela. Auf morgen, auf eine schöne Tür, Matthias. Ja? Freue mich, ja. Gut. Danke. Er, der Walliser, muss es wissen. Ein Glas Rotwein am Vorabend scheint nicht zu schaden. Ich selber wäre nie auf die Idee gekommen. Aber am Anfang seine Lockerheit wirkt beruhigend. Man vergisst schnell, dass so viel Tragik mit diesem Berg verbunden ist. Zu viel hat er schon an diesem Seinberg erlebt. Genau vor einem Jahr war er als Bergretter hier im Einsatz und konnte die beiden Bergsteiger nur noch tot bergen. Mit älteren Aufnahmen versucht er mir, den Unfallhergang zu schildern. Da, jetzt siehst du es besser, oder? Ja. Jetzt siehst du es perfekt. Jetzt siehst du eigentlich das ganze Teil hier, das übrigkeit ist. Mhm. Und die Augenzeuge, die drunter ins Zug schauen, die haben gesagt, er sei also uns an und danach aber fast wie ein 1000 Sticker zersprungen. Ah, schon beim Rauskommen? Ja, ja, Gott sei Dank. Weil, gell, da drunter, das ist ja morgen am 9, wo die Seile nicht voll sind, oder? Einfach voll liegt. Offensichtlich ist passiert, die Leute, die hier geklettert sind in der Zeit, ist hier oben ein Bergführer am Abseilen mit dem Gast. Oder? Der hat einen dran geheicht, das ist nichts Abnormales, das machen wir immer, das machen wir auch morgen. Unten waren gleichzeitig vier am Seil am Klettern. An und für sich macht das auch nichts, aber das ist, vielleicht war das das Zünglein an der Waage. Aber wenn ich das jetzt so anschaue, du gehörst ja global zu den Jungs, die Seile installiert haben. Ja. Kann man jetzt so nicht irgendwie sagen, ja, die haben das nicht richtig eingeschätzt, oder? Nein, das kann man sicher nicht. Wir haben das sofort abklären. Und wie gesagt, der Felsen, so wie er da ist, ist seit der Erstbesteigung so, oder? Das hat sich eigentlich da nicht verändert. Und der Bohrer, der da drauf ist, ich weiß nicht, wann sie gebohrt haben, aber der ist mindestens 50 Jahre da drauf, wenn nicht länger, gell? Es ist ja der, im Endeffekt hat ja nachher jeder eine gewisse Eigenverantwortung, jeder Bergsteiger, der dann Prüf geht. Der geht auch mit einem gewissen Restrisiko zu Berg. Weil da kannst du mit den besten Experten und Geologen Spekulationen anfangen. Da gibt dir keiner eine hundertprozentige Antwort. Was könnte sein, was war oder was wird. Das ist einfach. Also, das ist schon nicht schön gewesen, gell? Oder der Bergführer, der hat so zwei kleine Kinder, so wie meine Eltern, die Kinder von mir. Oder? Und da hast du zum Teil schon mal anzudeichen. Das könnte ja du selber sein. Oder? Aber klar, ich glaube, keiner will es wahrhaben, dass er der Nächste wäre. Oder? Jeder hat immer das Gefühl, er sei am sichersten unterwegs, er mache es am besten. Das muss ja auch so sein. Ja, ja. Weil wenn ich jetzt morgen das Gefühl hätte, hier oben, oder? Dann ging ich heim. Ja, ja. Ja, sagst du mir es dann auch, wenn du das Gefühl hast? Ja, du auch. Es wird eine Herausforderung. Auf der Terrasse treffe ich einen Südkoreaner, der das gleiche Ziel hat wie ich. Gehst du morgen auch hoch? Tomorrow? Vielleicht. Maybe. Wird es dein erstes Mal? Ja. Was ist dein Eindruck? Das ist mein Traum seit der Oberstufe. Really? Ich klettere auch. Ich bin 73 Jahre alt.
So, wow. Das ist mein Traum. Es genügt mir schon, wenn ich 2 bis 3 Seillängen klettern kann. Also nicht bis zum Gipfel. Nein, es reicht mir bereits, den Fels mal anzufassen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg morgen. Wir sehen uns. Den Fels mal berühren. Seine Worte stehen für den Mythos Matterhorn. In der Hütte wird es am Abend rasch ruhiger. Auch ich haus gegen die 9:30 ins Bett. Am Horn herrscht zur gleichen Zeit aber noch regen Betrieb. 2 Teams sind noch immer im Abstieg und erreichen die Hütte erst gegen die 1 in der Nacht. Über 20 Stunden sind sie unterwegs gsi. Da sind wir. Guten Morgen. Da sind wir. Wie spät ist es? Jetzt ist 3.40 Uhr. Also 20 vor 4. In 40 Minuten geht es los. Es ist noch etwas habern. Und dann können wir gehen. Aber ich habe schon besser geschlafen. So wär's das auch nicht. Nein, die Höhe merke ich schon. Mit dem Schlafen. Ich schlafe schon nicht so tief. Irgendwie mehr daheim. Und die Aufregung und alles, gell? Das kann ich ja gleich nicht ganz verdrängen. So. Ein GoPro-Gurt. Und ich tue noch eine kleine Cam für mich montieren. So. Chips. 10 ab 4. Der Kameramann Thomas Senf begleitet uns mit einem weiteren Bergführer bis auf den Gipfel. Wir testen noch das letzte Mal unser technisches Material. Soundcheck, 1, 2. Super, super, super. Bist du auch nervös? Immer im Dezibel nicht hoch. So? Ja. Jetzt können wir endlich gehen. 5 Minuten dürfen wir gehen. Der Start hat seine klaren Regeln. Am 20 ab 4 geht die Tür auf und die Reihenfolge der Teams wird am Vorabend von den Bergführern genau festgelegt. Ja, ja. Was ist die Hierarchie da? Ja, also aber wirklich Locals. Ja, und die die viel gehen. Ja. Und dann muss man ein bisschen Gäste abschätzen. Wenn du siehst, wohl, da sind sicher mal ein paar junge, gute, Gymschine. Ja. Es ist kein Wert, dass du langsamst zu vorderen schickst. Ja. Und nachher tut das alles. Aber eigentlich kann ich mir schon einen Vorteil verschaffen, wenn ich einfach mit einem Local gehe. Das ist richtig. Ja. Ja, du musst ja auch einen gewissen Vorteil haben. Leine, ist gut. Ich habe Glück mit meinem Walliser. Wir sind das zweite Team. Die erfahrenen Bergführer vorweg finden den Weg auch in der Nacht problemlos und verhindern so, dass sich Bergsteiger im losen Gestein verirren. Das wäre sonst eine grosse Gefahr für die hinteren Teams, die vom ausgelösten Grau getroffen werden könnten. Hey, Matthias, jetzt so ein Eisentritt, gell? Ja. Sobald das Seil gespannt ist, kannst du natürlich kommen, gell? Das ist einfach schön langsam, genau. Direkt von Anfang an wäre ein kleiner Tritt, gell? Und jetzt siehst du, das ist jetzt nicht so höher gestunken und gewürstelt, wie alle sagen. Ja, aber wir sind jetzt auch vorne raus, das ist schon ein Vorteil, gell? Du siehst da vorne rechts oben, da sind schon Lampen. Ah, das sind aber eher hoch, die früh gegangen sind. Die früher gestartet oder von unten nachkommen, gell? Ja. Aber das sind eigentlich die für uns nachher das Problem sind. Ja. Wegen dem Steinschlag, weißt du? Wart. Wir können doch jetzt hoch, oder? Ja, sicher. Um welche Zeit seid ihr gestartet? Wir sind vom Schwarzsee aus gestartet. Ja. Schon gut.
Schönen Tag. Top. Buona giornata. So forsch kenne ich Danjan bis jetzt gar nicht. Aber für ihn scheint es normalste zu sein, die Rangordnung am Berg ohne Pardon zu bestimmen. Sehr gut. Sehen wir gut hier? Ja, ja. Ich wollte einen Schluck säufen, wenn wir stehen. Ja. Gut, Matthias. Das ist jetzt schön, ja. Ja, super. Ja, das Lämpchen kann ich eigentlich abnehmen. Gell? Passt ja, eigentlich jetzt. Ich hoffe, die Brüche aber heute nicht mehr. Ja. Für mich ist das einmalig, oder? Genießest du das am Mixen? Also? Extrem. Schon? So Tage wie heute, wenn es so ruhig ist und so Wetter und super Verhältnis. Also für die, die sich am Mixen fragen, wie so Sachen gefilmt werden. Blendengängige Kameramann. Aha. Und doppelt so fit ist wie der Reporter. Genau. Das hilft. Und auch ein bisschen Kameras tragen. Aber letztendlich sind wir auch einfach unterwegs, oder? Was hast du jetzt wieder dabei? Ja, eigentlich nur eine ganz kleine Kamera für die Nacht. Und gleich als Backup. Und dann noch diese da. Und dann, damit hat es sich, ja. Ich habe noch GoPro dabei. Da. Eine Drohne haben wir noch. Stimmt, ein Dröhnchen haben wir auch noch dabei. Eine Drohne und ein paar Drogen. Alles gut. Ja, alles gut. Super. Gut, kannst du uns heilen und klettern. Komm. Schön langsam. Genau, links kannst du uns treten, so schöner Tritt. Super. So, jetzt sind wir schon bei der Solvay. 4000 Meter. Super, ja. Geht's dir gut? Tipptopp. Schaut schauen, gell? Rechts ist ein schöner Griff. Dann kannst du so nach links ausklettern. Er kennt jeden Griff. Das ist unglaublich. Für mich nicht erklärbar wieder. Alles geil. Wie ist es so? Kannst du es geniessen? Absolut. Mega, jetzt ist es jammert. Nein, es ist mega schön. Also jetzt, gerade so im Dunkeln. Es war richtig meditativ. Einfach können eben nach und nicht viel studieren. Siehst, jetzt hätten wir aufpassen müssen, was der Griff war. Irgendwo hat er einen guten Griff gehabt. Ja, super. Jetzt sind wir 2,5 Stunden. 2,5 Stunden unterwegs. Ja. Von der Zeit her bist du zufrieden? Ja, das ist sehr gut. Noch nicht spät. Nein, das kann es immer sein. Ja, sei es. Nein, für mich ist es gerade gut so jetzt. Wäre kein Rennen. Obwohl, das hat sich heute Morgen beim Überholmanöver anders angefühlt. Weißt du, wo wir dort die zwei Tessiner oder ja. Italiener überholt haben? Du steigst dort einfach voll vorne rein. Ja. Sie lehnt dich nicht vorbei. Das kannst du vergessen. Ja. Aber wo nimmst du dir das Recht her, zu sagen, ich darf... kennen ja den Weg nicht, oder? Das siehst du dann innerhalb von 3 Schritten. Das hast du ja von 100 Metern schon gesehen, dass sie da... Erstens mal sind sie ja zu früh gestartet, das ist sportsicher. Ja. Und dann sind sie alle unter den Fies. Und was passiert? Das nächste, was passiert ist, im nächsten Kulver sind sie das Boden neben uns. Und nachher haben sie Steinschlag und wir sind drunter. Ja. Für mich wirkt es halt im ersten Moment so... Es geht eigentlich um unsere Sicherheit. Oder? Ja. Wenn du hier ein paar Mal auf und ab musst mit den Gästen oder? Ja. Und du bist hier am Arbeiten, gell? Ja. Ist das sicher nicht das Gleiche,
jemand, der einmal im Leben genau. mit dem Kollegen ja. im Brief geht, oder? Ja. Wo sind wir jetzt da? Fixseil, gell? Ja. Letzte Seil. Jetzt kommen wir gerade den Brief zum Kreuzsatz, wo der Unfall war letztes Jahr. Ah, sind wir schon da? Ja. Ja. Für dich ist das völlig entspannt. Ah ja, tipptopp, oder? Geht super. Ja. Oder ist jetzt die da? Irgendwelche Bedenken? Nein, eigentlich nicht. Jetzt hier im Moment. Ich fühle mich pudu auch. Wenn wir das Hemd wieder voraus, dann ja. Du hast unten noch, ist die Rettung im Gang. Ah, schau jetzt. Vorher war es ziemlich Steinschlag. Und jetzt habe ich nur gesehen, dass der Rettungsspezialist abgesetzt hat. Also das ist eigentlich dein Job, wenn du heute mit, nicht mit mir ja, da wärst. Wenn jetzt heute nicht mit dir hier wäre, wäre jetzt ich da. Ja. Hast du jetzt eine Ahnung, wieso das passiert ist? Ja, wie gesagt, ich habe nur gesehen, Steinschlag, ob jetzt das etwas mit dem zu tun hat oder nicht, das ist ja Spekulation, gell? Aber. Sind sie zum Suchen dort, oder? Ja, ich glaube, er hat den Rettungsspezialist oben an drei da. Weißt, vielleicht ist da noch einer. Ja. Jetzt hoffen wir natürlich nicht, dass da unten noch so einer ist. Super, Matthias, tipptopp. Das war der Block letztes Jahr, gell? Ja, das ist hier jetzt ausgebrochen. Das war hier. Ja. Es ist schon verrückt, oder? Also für uns Innsmöglicher kann es nicht sein. Wir sind hier am Aufentieren. Wir haben fast keine Zeit, um irgendwie etwas zu denken oder zu überlegen. Hier unten ist die Rettung, weil irgendein Stein runter ist. Und ja, wir, haben einfach, wir schauen jetzt, dass wir hier raufkommen. Aber ja, zum Nachdenken bleibt eigentlich gerade gar keine Zeit im Moment. Gut drei Stunden lassen wir die Fixseil hinter uns und der Gipfel kommt in greifbare Nähe. Mega Weitsicht, kein Wolken weit und breit. Ja? Wunderbar, ja? Hey! Dias! Danke vielmals! Bravo! Super. Jetzt müssen wir nur noch runterbringen. Ja, jetzt haben wir Halbzeit, gell? Aber toll. Mega cooler Tag, sehe ich. Fünf Leute. Ja. Mädels. Sackstark. Sackstark, es geschafft. Ruhe und Erhabenheit sind auf dem Matterhorn allerdings eine Illusion. 50 weitere Teams drängen sich auf den Gipfel, während wir uns wieder auf den Rückweg machen. Ja, weißt, normalerweise wartet man einen noch und lässt die Leute vom Gipfel. Extrem, extrem. Ja. Ah, tipptopp. Sandra, was vielleicht am Matterhorn noch speziell ist. Oder? Der Abstieg ist gerade so heikel oder anstrengend wie der Aufstieg.
bin ich noch ein bisschen Kampflinie gegangen. He? Wie? Ja, ein bisschen direkt gelaufen, glaube ich. Aber ja, ist gut. Ist gut. Gut. Kein Problem. Ist das schlau? Wie? Ist das schlau, was ich mache? Jawohl, so ist gut. Gut, gut. Gut. Genau. Ist einfach gut haben hier. Und was ist deine Strategie, hier am Abend zu gehen? Vollgas. Machst du keine Freunde? Du musst immer schauen, weißt, jetzt mit Berufsmännern unterwegs sind mit den Bergführern, ja, kannst du gut diskutieren. Ja. Oftmals hast du da Ostblock oder Asiaten, da kannst du miteinander nicht kommunizieren. Ja. Und die brauchen für diesen Abschnitt hier brauchen die 2-3 Stunden. Das wäre keine halbe Stunde. Ja. Wenn du da wild nett sein und auf jeden Wort, dann bist du am Nachmittag um 4 Uhr noch hier. Ja. Das kannst du vergessen. Ja. Also es härtet auch ein bisschen ab, wenn man so viel da oben ist. Ja, das ist für jeden gleich. Oder? Aber es ist ein anderer Berg als gleich. Das ist nicht nur am Matterhorn. Ja. Okay, Städte. Oh, hopp, komm. Ja. Damian legt die Hand an, zieht ihn rauf. Ja, muss ich mal die anlegen, gell? Alle! Super, gut gemacht. Ich mach hier los. Lass die Hand los, ich löse schnell das Seil. Komm hier hoch, dann kannst du vorbei. Zieh. Sehr gut, stoß dich besser mit deinen Beinen ab. Wie findest du? Gut, tipptopp, alles gut. Und dass jetzt da Leute unten stehen, ist kein Problem für mich. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Du lass mich gut, jetzt kannst du den Seil hängen. Ja, bei dir. Jawohl, jetzt gehst du im Brief bis zum ISO-Stift. Gell? Zu welchem? Ich sag dir den Wort. Jetzt gehst du einfach links. Jawohl. Beziehungsweise rechts von dir. Das. Jawohl. Gut. Gut. Jetzt läuft, hä? Ja, jetzt hast du Stosszeit. Na, Schauer. Ja, ja. Ja, immer nur. Das sind schon die Stellen, wo wir sicher nicht den Picknick haben. Ja. Hier gehst du einfach ein bisschen Gas. Ja. Einfach straight. He. Das ist im Brie. Das ist gerade langsam da, dass niemand auf die Finger steigt. Nein, ist gerade gut. Das ist immer schön links von dir. Ja. So. Willst du noch eins weiter? Geh noch gerade eins weiter und da steigst du besser. Ja, das ist gut. Das ist gut, da. Hallo, ist gut. Tipptopp. Gib noch ein bisschen Seil. Ja. Oh. Gut. Okay. Ja. Yep. Hebst dem Seil und das ist gerade nicht bewegen. Ja. Matthias, du kannst mein Seil so leicht einziehen, gell? Du jetzt auch wieder vorwärts. Jawohl. Aber gerne. Möglichst vorwärts, ja. Gell? Jetzt sind wir hier mit der Solveig. Sind wir morgen auch vorbei? Jawohl. Der Fisch Solveig, ja. Biwak. Ja. Das ist eigentlich keine Hütte, das ist ein Biwak, oder? Ja. Kannst du mal reinkommen. Ja. Und die Hütte ist natürlich sehr umstritten, oder? Weil sie wird ja viel missbraucht, oder? Für uns ist es eigentlich ein Nachteil. Ja. Was heisst missbraucht? Ja, weißt du, planen sie halt die Tour. Kommen sie brüchen gehen schlafen und dann starten sie morgen von hier aus, gell? Es hat natürlich, man muss ganz klar sagen, die Hütte hat auch schon ganz viele Menschenleben gerettet. Ohne die Hütte wären viele gestorben. Dennig, links, links oder rechts? Links. Oh, hebe! Gut? Ja, gut. Ja, wäre jetzt was in die Hose. Ja, aber nur fast. Ja. Das ist, es braucht nicht viel. Also eine kleine Unkonzentriertheit. Absolut. Und nachher. Dann bist du schon. Tschüss. Wenn du kein Seil hast, ist es schon saublöd. Jetzt hier unten an der Traverse aufpassen, auf dem Schnee-Eiszeit. Gell? Ja. Und durch. Ist okay, wenn ich da unten durch. Jawohl, hebst du einfach am Kabel. Ja. Weil das auf der Schnee geht, gell? Ja. Hoppa. Ups. Wo gehe ich da? Warte. Ja, sorry. Oben rein. Moment, Moment. Wenn ja, ich stehe etwas schlecht. Ich stehe schlecht. So, jetzt ist gut. Das ist der Kündiger, die Freundschaft. Jetzt kannst du gehen. Weißt du, wenn wir jetzt rutschen, habe ich einfach in der Leine. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber jetzt sind wir da unten. Ja.
So. Ja, ciao. Tipptopp. Die Traverse, die wir jetzt gelaufen sind, wenn die trocken sind, ist das einfach, oder? Du kannst mit den Händen im Hosensack laufen. Ja, fast. Aber Kümmel ist ein bisschen nass. Es passieren viele Unfälle in diesen Traversen. Die gehen nachher hier in die Ostwand, oder? Wir haben am ganzen Matterhorn vermissen, wir noch 20 Personen. Die sind tendenziell dem. Ja, die meisten sind sicher da unten als wo. Das ist auch, weißt du, auch für die Verbleibenden schon gut her. Ja. Wenn du nicht abschicken kannst. Das ist ja so, gell? Ja. Hallo? 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 Alles gut? Alles gut. Ja? Langsam, ja. Ja. Und du willst noch ganz bis oben jetzt? Ich denke nicht. Hä? Ich wollte mal den Weg kennenlernen, ob man ihn hoch kann, so dass man ihn findet. Ja. Weil so viel geschrieben war, aber man sieht doch ganz gut die Steine, die abgegriffen sind. Ja. Und abgetreten. Also, was ist dein Eindruck? Das ist machbar alleine. Machbar. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wenn am Anfang schon rote Pfeile wären, ja, dann käme fast jeder hoch. Ja, aber das ist ja kein Wanderweg, oder? Das ist ja schon noch ein bisschen Bergsteigen. Ja, ja, ja. Ich denke, wenn man abkommt. Ne? Ich bin an einer Ecke, habe ich gesehen, da bin ich auch mal ein bisschen im Fels gewesen. Da waren die Blutspuren, einer hat sich anscheinend verletzt. Ne? Der ist ja geholt worden. Oder drei. Da waren frische Blutspuren, der muss da irgendwo abgerutscht sein, weil er nicht auf dem Hauptweg geblieben ist. Ne? Und du kennst den Hauptweg, das ist kein Problem. Ich kenne ihn auch nicht, aber ich kenne es von anderen Bergen. Ne? Ja. Deswegen gehe ich nicht so unbedingt geradeaus. Ich gucke immer, geht es jetzt doch nach links oder geht es jetzt doch hoch? So ein Bergführer wäre kein Thema. Ja, wäre auch ein Thema möglicherweise, aber ich bin im Schnitt aus Erfahrung, richtig schwere Berge gehe ich nicht. Okay. Und jetzt hier ohne Seil hast du keine Angst dann? Ich habe ein Seil. Ja, aber wer sichert dich? Gibt es denn nicht auch hier Eisen, dass schon Ringe drin sind? Ja, es gibt immer wieder mal Ringe, aber. Vom Klettern her, denke ich, ist er noch wirklich auch im Rahmen. Ne? Ja, du kletterst auch gut, das ist natürlich was anderes, gell? Dann pass mal gut auf, gell? Ja, pass auf. Ja, ich gehe nur bis hoch, nicht, bis zum Weg. Und dann gehe ich langsam runter. Langsamkeit ist das wichtigste Maß. Alles Gute, gute Zeit, gell? Hä? Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ja, das ist jetzt einfach so typisch, oder? Ja. Also so Leute holst du da im Schloss auf dem Berg. Ja, das ist genau das. Weißt du, die Gürtel bin ich, da zählt das Problem, oder? Aber ich muss jetzt mal schauen, bis der da irgendwo ist, ist der halbe Tag vorbei. Dann muss der zurück, bis der hin zurück in der Eta ist, ist feister. Aber im Grunde genommen, wenn du jetzt einfach könntest sagen, nein, musst du mit Bergführer gehen, dann passiert das nicht, oder? Es wäre sicher so, dass viel weniger Unfälle passieren. Das ist eine Tatsache. Hallo! Hallo, mein Freund! Schönes Wetter! Very good weather! Fast ein bisschen zu heiß. Ich sollte nackt sein. Ja, Anja, und du mit 73? Ja, ja, geben wir das schon noch ein paar Mal. Gehen wir noch? Kommst du auch wieder mit? Ja, wenn ich dann noch mal. Es gibt schon noch so ein paar ältere Bergführer, die eigentlich wirklich gut zu weg sind, gell? Man muss ja vielleicht die Türe ein bisschen zum Fitnesslevel anpassen oder dem technischen Level. Ja. Aber unterwegs sein kannst du noch Schutz. Jetzt kannst du wieder drehen vorwärts und im Bereich klettern. Gut. Das kannst du hier so gerade im Bereich. Aber können. Jawohl, schön gemütlich, aber die Stege treten. Ja, gemütliche Stege treten. Jawohl. Das ist auch eine Walliser Interpretation. Gemütlich ist der Getritt. Ist das hier das erste Seil? Das erste Seil ist der Morgen, gell? Ja, das habe ich schon halb vergessen, gell? Ja. Nach gut 7 Stunden kommen wir heil in der Hörnli-Hütte an. Die 2 geretteten Steinschlagopfer sind mit mittelschweren Kopfverletzungen ins Spital geflogen worden. Der deutsche Tourist ist nach einer Nacht in Solveig-Hütte am nächsten Abend wieder zurückgekommen. Erfolgreich überlebt. Danke vielmals. Gratuliere. Danke. Für alles. Ja, merci dir. Schönen Tag. Ja, geil gewesen, ja. Hunger? Ja. Ja. Jetzt merke ich schon langsam, dass wir etwas gemacht haben heute. Das Essen verdient. Ja. Und, wie fühlst du dich? Noch gut. Easy, oder? Ja. Nein, gell?
besser kannst du es fast nicht haben. Ja. Du hast dich gut vorbereitet, das siehst du, oder wenn jemand so gut mag. Ja. Oder wir haben jetzt recht viel Filmarbeiten gemacht und gekocht und Interview und Zeug und Sachen. Und es hängt relativ locker. Ui, schau jetzt. Fein. Ui, schau jetzt. Bergsteiger hier. Danke vielmals. Danke vielmals. Nein. Und weißt du, was mir jetzt eben schon auch wieder gezeigt hat, heute ist schon die grösste Gefahr am Berg, ist glaube ich schon der Mensch. Das ist so, ja. In dem Sinn. Viva. Cheers. Merci vielmals. Merci dir. Schön gesehen. So, jetzt nehme ich eure Meinung wunder. Habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht am Berg? Schlechte Erfahrungen? Vielleicht schon mal einen Bergsturz erlebt? Oder plant ihr auch, aufs Matterhorn zu gehen? Sind ihr schon mal da oben gewesen? Schreibt es in die Kommentare, stellt Fragen. Ich probiere sie so gut wie möglich mit der Hilfe von Manjan zu beantworten. Ich freue mich.